Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir schauen uns einen neuen Song an von Vasel, TGV an. Und ganz kurz, gestern habe ich ein Video gemacht im über Kollega und 18 Karat, so. Und da gab es so ein paar Sachen, die ich gesagt habe, weil ich mir wirklich sehr, sehr, sehr unsicher war. Und zwar in Bezug auf den Feature zwischen Kollega und 18 Karat. Es gab anscheinend davor schon ein Feature, ja, auf Tape-Tour oder sowas. Die habe ich aber nicht, das wusste ich nicht. Die war auch nur in der, wenn ich mich nicht täusche, in der Legacy-Box. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Ich bin mir aber, wie gesagt, immer noch sehr unsicher und unklar, ja. Aber es gab schon mal ein Feature zumindest, ja. Das auf der Box, aber auch offiziell zumindest, so wie ich das weiß, mit einem Video gab es nicht, also zumindest habe ich gar keinen gefunden. Ich habe auch mal ein bisschen so rumgesucht und habe, wie gesagt, nicht kein Video entdecken können. Das nächste ist, 18 Karat ist anscheinend schon Millionär. Ja? Okay, herzlichen Glückwunsch, wusste ich auch nicht. Also tut mir leid, wirklich. Und in Bezug auf Kollega mit diesem Mikrofonproblem, ja? Was er mal in der ganz vergangenen, das war irgendwie 2005, 2006 Zeiten, sein Auftritt, da, und ich habe mir das Video wirklich nochmal angeschaut, wirklich nochmal für euch angeschaut, und da hat mir einer geschrieben, oder hat mehrere sogar geschrieben, er hat das Mikro falsch gehalten. Also in dem Video ist wirklich klar zu sehen, er hat das Mikro richtig rum, also nicht verkehrt rum, sondern richtig rum. Was mir wahrscheinlich eher aufgefallen hat und woran es wahrscheinlich gehapert hat an diesem Live-Auftritt, ist, dass er das Mikro halt im Bereich, also im Mundwinkel falsch gehalten hat. Irgendwie komisch, ja. Deswegen hat man ihn nicht so geil verstanden, wie man ihn eigentlich verstehen sollte bei dem Live-Auftritt. So, es tut mir leid für die ersten 2 Minuten, aber ich musste die Sache einfach klären, damit es nicht unverständlich wird, ja. Aber lass uns mal Vasel abchecken. Was geht ab? Ist das echt oder Traum? Ich will Spaß, ich geb Gas, DGW. Ich war ja in St. Petersburg und mir haben da auch danach ganz viele Leute geschrieben. Es sind krass viele, die Vasel so feiern und Capital und Bushido, Alter, dort drüben. Hätte ich nicht erwartet, ehrlich. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Jetzt müssen nur noch anfangen, die Deutschen mal die andere Seite zu feiern. Anfangen zu hören und zu feiern. Wäre cool. So viel Geld, so viel Licht, so viel Frauen. Gar nichts muss, vieles kann, alles geht. Volles Portemonnaie, Rolle im Coupé. Sie sollen es sehen. Ich hab leeres Portemonnaie. Ihr könnt das leider nicht sehen, denn da ist nichts drin. Na, na, na. Ob Sonne oder Schnee, McDonald's ist passé. Ich mach Hollywood Buffet. Jetzt hat der junge Mann auch Grills. Ja? Oder sind das denn wahre Zähne? Ich glaube nicht. Ich würde sagen eher die Grills, ja. Ich zumindest würde mir niemals so richtig Goldzähne machen. Außer wenn die ausfallen würden, weil so wirklich Zähne mit Wurzel ziehen. Alter. Auch mit Narkose nicht. Mir wurden 3 Weisheitszähne gezogen, Alter. Ich konnte 2 Tage nicht sprechen, nicht trinken, nicht essen. Und ich habe mich so gefühlt, als hätte ich 3 Liter Wodka gesoffen, Alter. Und Schmerzen auch noch. Kann gut verzichten auf die Scheiße. Ich mach kein Fit, nicht Sport und bin nicht in Form. Doch ein Zwing kann reicht und sie gibt sofort. Was geht ab? Ist das echt oder Traum? Ich will Spaß, ich geb Gas, DGW. Es ist leider ein Traum, denn ich hab wieder kein Geld. So viel Geld, so viel Licht, so viel Frauen. Gar nichts muss, vieles kann, alles geht. Was geht ab? Ist das echt oder Traum? Ich will Spaß, ich geb Gas, DGW. So viel Geld, so viel Licht. Ich muss eins sagen, bei Vasel ist immer die Mucke geil, Alter. Und der bringt das auch so rüber. Da will man selber so da, da, da. Und dann er sagt Geld und du sagst, ich hab kein so. Ihr wisst, einfach... Alhamdulillah. So viel Frauen, gar nichts muss, vieles kann, alles geht. An der Côte d'Azur, mit offener Tür, Lambo frisch poliert. Hab wieder
komponieren. Bring es auf Papier. Sie wollen kopieren. Na, na, na. Ich schwöre, das kommt jetzt sofort. Walla, ich kann das sehen. Wisst ihr, Hellseher. Ich bin der Boss. Wir sind geschockt. Ich bring die Pop-Hits in den Block. Es gibt nichts umsonst. Doch Gott gibt eine Chance. Und ich schnapp sie mir. Sie wird mitgenommen. Was haltet ihr eigentlich von dem neuen Album von Capital Bra? Ja? Er war ja noch bei Team Kuckuck, eigentlich gehört das jetzt nicht hier rein, aber irgendwie habe ich Bock darüber zu quatschen. Ihr wisst, er musste ja noch ein Album durch Team Kuckuck so gesehen droppen, was er getan hat. Ja? Und ich habe mitgekriegt, da war irgendwie, glaube ich, der letzte Track, wenn mich nicht täusche, da war der letzte Track, da war so eine, in einer Line so ein kleiner Seitenhieb in Richtung Banger-Musik von Samra, nicht von Capital, von Samra. Ja? Ich glaube, also ich habe das mitgekriegt, also viele haben das geschrieben in Rap-News und sowas, ja. Ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich weiß, Capital schlicht das jetzt so ein bisschen, weil er möchte kein Beef und er möchte auch nicht mit den Jungs sich auseinandersetzen. Aber die Line war schon komisch, ich habe sie gelesen. So von wegen, ihr habt mich angefragt, ich hatte keinen Bock auf euch und so, also so ungefähr die Ausdrucksweise der Line, ja. Und schon der erste Satz so reimt sich so ganz krass auf Banger, also eure Hänger, das war so ein Satz, so ein Hänger Truppe, ja, Banger Musik, also das ist so ein bisschen, was haltet ihr davon, ne? Was denkt ihr drüber? Ich hoffe, ihr habt den Satz gelesen. Wallah, weil nicht gleich, ich muss ja gleich sofort mit meinen Kindern wegfahren. Das mache ich gleich im Auto. Brutal. Ich will Spaß, ich gib Gas, DGW. So viel Geld, so viel Licht, so viel Frauen. Gar nichts muss, vieles kann, alles geht. Was geht ab, ist das echt oder Traum? Ich will Spaß, ich gib Gas, DGW. So. Wenn ihr das Album, apropos, wenn ihr das Album von Capital gehört habt, das neue, was ist euer Lieblingssong? Ja, das könnt ihr mir auch mal so ein bisschen in die Kommentare posten, ja? Ich würde mich echt freuen. Wäre cool. Ich habe leider das Album noch nicht gehört. Wollte ich eigentlich heute noch machen. Im Laufe des Tages irgendwann mal. So viel Geld, so viel Licht, so viel Frauen. Gar nichts muss, vieles kann, alles geht. Der Dude macht geile Mugge. Fuego. 30.11. Fuego. Ah! Fuck! Ich muss jetzt auf jeden Fall auf Amazon, denn ich wollte mir das Kollege-Album holen. Ich bestelle mir das, ja. Wenn ihr mitbekommen habt, Kollege hat so. Die Hoodtape ist ein Bonus dabei. Und so eine Kette ist auch Bonus dabei. Ich glaube, da kommt aber noch mehr. Ich hole mir das auf jeden Fall gleich sofort. Ich bestelle mir das. Ich habe gelesen, 70% sind schon mittlerweile ausverkauft. Also Leute, greift zu. Wir sehen uns. Also wenn ihr das holen wollt, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Genauso wie für Fuego. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. See ya.